Servus, grüß euch, ich bin's wieder, der Bachmeier. Heute gibt's was ganz was Tolles, weil es gibt's Kirschen. Und zwar Kirschen mit einer gebratenen Hühnerleber. Rezept wie immer in der Insel München. Losgehen tut's mit etwas Portwein. Da rührt sich gleich was. Dann brauche ich etwas Kirschsaft. Dann habe ich Balsamico. Und Cassis-Likör. Das Ganze wird aufgekocht. Von den entsteinten und gewaschenen Kirschen die Kerne mit dazu. Und das Ganze lassen wir jetzt für circa 5 bis 6 Minuten einkochen. Kurz vor Ende, bis das einreduziert ist, geben wir jetzt noch eine halbe Vanilleschote mit dazu. Die wird einmal ausgekratzt. Das Vanillemark geht hier mit rein. So, das andere auch noch. Und die Vanilleschote, die halbe, lassen wir hier mit auskochen. Dann habe ich hier ausgepressten Zitronensaft. Damit verrühre ich mir meine Speisestärke. Und die Speisestärke geht jetzt hier mit rein und damit binde ich mir meinen Kirschsaft ab. Durch die Zitrone kriege ich eine ganz tolle Säure in die Kirschsoße. So, sie hat jetzt durchgekocht und jetzt wird sie abpassiert. Die Vanilleschote raus und jetzt werden die Kirschen eingelegt. Und die ziehen jetzt für circa nochmal 10 Minuten da drin durch. Und falls wir noch etwas Süße brauchen, geben wir noch etwas Honig mit dazu. Hühnerleber melieren und in Olivenöl anbraten. Die Leber wenden mit Salz und Pfeffer würzen. Thymian und Knoblauch dazu. Kurz schwenken. Leber mit etwas Balsamico ablöschen. Kurz ruhen lassen. Etwas von dem Kirschsud über die Leber geben. Und anrichten. Dann mit einer ganzen Kirsche auskarnieren und etwas frischem, jungen Basilikum würzen nochmal. So. Das war's schon. Servus, bis zum nächsten Mal. Der Bachmeier.